In unserer heutigen Zeit hat Konsum eine tragende Rolle. Aber es ist eben auch wichtig, gerade bei Kosmetikprodukten, dass wir die auch aufbrauchen. Und für mich zählt das Gleiche, auch wenn ich auf YouTube bin und Sachen teste, wie für euch auch. Ich muss die Sachen eben auch irgendwie verwenden. Entweder schenke ich sie her oder ich verwende sie. Und in diesem Video zeige ich dir wieder die 10 Produkte, die ich mir rausgesucht habe. Und welche Fortschritte ich gemacht habe. Viel Spaß! Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco. Wir machen zusammen das Project 10 Pan. Und wenn du mitmachen möchtest, hast du zum einen die Möglichkeit, das Ganze auf Discord mitzumachen oder eben unten in den Kommentaren. Und ich habe wieder meine 10 Produkte. Ich habe ein Produkt ausgetauscht, ich bin ehrlich. Denn da habe ich mir einfach gesagt, jetzt verschwenderisch mit dem Produkt umzugehen, das wird dem Produkt nicht gerecht, deswegen schenke ich es her und ich habe es ausgetauscht. Aber wir legen jetzt erstmal los mit dem ersten und das ist das Parfum. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich zu wenig verbraucht habe, ne? Also schon gedacht, das ist mehr, aber leider ist es nicht so viel, aber ich mag den Duft echt gerne und er hält für einen Larif-Duft tatsächlich wirklich lange. Ich hätte es echt nicht gedacht und ja, da habe ich glaube ich echt noch ein bisschen dran, wenn es sich wirklich so gering verbraucht. Naja. Der zweite Duft, also bei dem habe ich mir halt einfach vorgenommen, den brauche ich auf. Es ist so, ich habe von denen, man sieht die auch im Hintergrund stehen, wirklich viele, weil ich die halt auch vorstelle zum Teil. Und eigentlich stelle ich alle vor, die ich noch hier habe. Die habe ich dank euch Gutschein. Und ich habe einen Teil schon hergeschenkt, weil ich wusste, ich brauche das nicht auf. Das ist so viel und das ist übrig geblieben. Und bei dem habe ich mir gesagt, gut, wenn das übrig geblieben ist, dann brauche ich das auf. Und das ist die 025, das ist Coco Mademoiselle. Und beim letzten Mal hatte ich 140,83 und jetzt sind es 135,77. Also auch nicht so viel verbraucht, aber immerhin ein bisschen mehr als bei dem Larif Duft. Dieses Produkt hier wird wahrscheinlich beim nächsten Mal schon nicht mehr dabei sein, weil es ist schon noch einiges drin, aber nicht mehr so viel. Also es ist wirklich fast weg. Und das ist das Catrice Hyaluron und das werde ich erst nachkaufen. Das heißt nachkaufen, die neue Textur werde ich mir erst holen, wenn das hier halt leer ist und da bin ich halt echt dran. Beim letzten Mal hatte ich 69,75, jetzt habe ich 54,26. Für das, dass ich das so regelmäßig verwendet habe, ist es natürlich auch nicht so mega viel. Aber ich krieg's leer. Das kriege ich definitiv leer. Gleiches zählt für das Produkt von Q&A. Das ist leider echt nicht gut und für den Preis auch nicht empfehlenswert. Da kann es einfach wirklich viel zu wenig. Und für das Produkt, also letztes Mal waren es 64,28, jetzt habe ich 55,94, das habe ich aber auch auf dem Kopf angewendet, ne? Also auch das wird nächstes Mal nicht mehr dabei sein, aber ich habe echt so viel Zeug, was ich halt wirklich jetzt auch mal wegkriegen muss, dass da auch schon Ersatz da ist. Also nicht Ersatz für das Produkt jetzt direkt, sondern Ersatz für das Project 10 Pan. So, und an der Stelle war eigentlich das Colibri BHA und dieses Produkt werde ich herschenken, weil es bringt keinem was, wenn ich das jetzt übermäßig viel verwende. Bei meiner Haut brauche ich es nicht notgedrungen und AHA ist halt eher eine Säule, die bei mir funktioniert. BHA kann ich schon auch nehmen, aber das wird nie so auf meiner Haut agieren, wie für jemand, der das eher brauchen kann. Und daher, wie gesagt, schenke ich es her. Dafür kommt der Catrice Cleanser rein. Den mag ich eigentlich echt gerne. Der hat ein kleines Manko, die Verpackung. Das Loch von der Tube
ist jetzt nicht sonderlich groß und man muss halt schon ein bisschen drücken. Aber ansonsten mag ich das Produkt, würde es auch nachkaufen. Aber da schlägt bei mir auch der Geizhals ein bisschen zu, muss ich sagen. Denn das Balea-Öl riecht zwar nicht so angenehm, ist aber günstiger. Oder eben das von Rossmann ist halt auch günstiger. Und wir starten mit 90,99 Gramm. Und bin gespannt, was ich da beim nächsten Mal dann wiegen werde. Das sind jetzt Produkte, die mir schwerfallen werden. Denn meine Haare sind schon wieder anders. Also ich habe hormonell halt einfach inzwischen echt Probleme mal wieder. Und gerade wenn sich der Körper, was die Hormone betrifft, umstellt, dann geht auch auf deinem Kopf einiges anders ab. Und meine Haare sind halt jetzt wieder eher gerade. Ich möchte dich auch nicht dazu zwingen, dass sie locken. Und ich kann so schwere Produkte kann ich nicht reintun. Ich kann keine Spülung reintun. Das geht nicht. Denn dann kann ich sie gleich danach wieder waschen. Das geht nicht. Und ich verwende das zum Beine rasieren. Und da wird es mir echt lange halten. 218,16 beim letzten Mal. 204,91 jetzt. Ja, für das, dass ich noch zwei weitere Produkte zum Beine rasieren habe, geht es eigentlich schon. Ich habe es schon angedeutet. Produkt Nummer 2 und das ist halt das Shampoo. Und das ist viel zu reichhaltig für meine Haare. Das geht gar nicht. Man hat mich schon gewarnt, als ich es geholt habe für ein Video. Die Sachen sind halt einfach echt mega, mega schwer, wenn du eher so eine Haarstruktur hast wie ich, die Kopfhaut, die dann eher zur fettigen Haut neigt. Boah, das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. 140,23 beim letzten Mal, jetzt habe ich 116,60 und damit habe ich natürlich auch meine Beine rasiert und ja, es hat funktioniert. Noch eine Spülung, die einfach aufgebraucht werden möchte, ist die hier, aber da ist auch nicht mehr viel drin, wie ich sehe. Die habe ich gerne verwendet, weil die halt nicht so schwer ist, ne? Aber selbst die geht im Moment nicht in meinen Haaren. Und 71,25 hatte ich beim letzten Mal, jetzt haben wir 64,59. Also ist doch ein bisschen was weggegangen und viel habe ich ja auch nicht mehr. Also da wird nicht mehr so mega viel rauskommen, Gott sei Dank. Der Bio-Ficina-Schaum. Den habe ich gar nicht verwendet, nicht ein einziges Mal. Bin mal gespannt, was ich beim nächsten Mal sage. Ich habe ihn nicht vergessen, sondern meine Haare brauchen das im Moment nicht. Das ist halt schon schwierig. Es ist nicht mehr so mega viel drin, es ist ungefähr noch so viel drin. Ne? Also da, wo mein Finger ist. Und klar, das kann man aufbrauchen, aber ich hatte halt, wie gesagt, nicht die Situation, dass ich das irgendwie gebraucht hätte. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich es beim nächsten Mal Haare waschen einfach mal reintue und gucke, was passiert. 106,64, wir sind bei dem gleichen Gewicht, weil wie gesagt, ich habe es nicht verwendet, also kann da auch nichts weggegangen sein. Letztes Produkt und Rossmann hat ein paar neue Sachen rausgebracht, die ich natürlich auch gerne testen möchte. Aber solange ich hier noch so ein volles habe und auch sonst noch eine volle Sonnencreme, ich versuche die halt jetzt gerade primär zu verwenden und auch die mag ich im Gesicht. Ich werde mir die auf jeden Fall nachkaufen. Ne? Also am Körper wie am Gesicht ist das eine tolle Nummer und bei meinem nächsten Rossmann-Besuch werde ich die auf jeden Fall mitnehmen wieder. Plus andere, die mich natürlich interessieren, bin ich ehrlich. 102,15 hatten wir beim letzten Mal. Ich muss spicken. 173,46 Gramm haben wir jetzt. Also es ist noch einiges drin. Und wie schon gesagt, ich werde mir die nachholen, weil die funktioniert echt gut. Die fettet nicht so krass. Die macht halt aber schon so einen schmierigen Film auf dem Gesicht. Weil du brauchst ja eine bestimmte Menge an Sonnenschutz. Und wenn du diese bestimmte Menge von dem aufträgst, dann ist sie schon schmierig. Aber es geht. Es geht. Hast du 10 Produkte, die du aufbrauchen möchtest, die kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben. Oder du kommst zu uns auf Discord. Den Link findest du in der Infobox. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.